Hallo Afobs, willkommen im Noppenstein-Studio. Ich bin der Niklas. Und ich bin der Marco. Wir haben was. Wir haben was für euch. Die ersten beiden Sets der zweiten Star Trek-Welle sind eingetroffen. Die Phaser Rifle Typ 3. Richtig. Und der klingonische Bird of Prey. Das große Display-Modell. Ja, bei den ganzen Previews und so haben wir schön klein angefangen. Erstmal so die Mini-Modelle. Was kommt als erstes? Zwei Riesenpakete. Nicht kleckern, sondern klotzen. Ne? Ja, es wird also gleich mal geklotzt. Richtig. Rest der Serie wird natürlich auch noch eintreffen. Ich weiß aber noch nicht, wann. Diese beiden Artikel sind jetzt hier. Und von wegen klotzen und nicht kleckern, wir sprechen heute als erstes mal über den Bird of Prey. Den Bird of Prey. Das ist die Verpackung? Ja. Die Rückseite? So, habt ihr, glaube ich, alles gesehen. Haben wir alles gesehen. Setcard, fertig. Nein, wir haben noch ein bisschen mehr. Ne? Ich glaube, wir können da noch. Also wir können auch das eine oder andere zeigen, unter anderem das eine oder andere aufgebaute Modell. Ja. Ja. Da haben wir ihn. Fangen wir doch mal an, ne? Jawohl. Das ist er. Das ist er. Ich habe mich vorhin noch ein bisschen schlau gemacht. Es gibt eine interessante Größenkontroverse, was dieses Modell angeht im Star Trek-Universum. Ja, ist wohl zum ersten Mal tatsächlich aufgetaucht im dritten Kinofilm. Genau. The Search for Spock. Richtig, das steht auch auf der Verpackung. Ja, und in dem Film, für den Film war das Set ungefähr, war das Raumschiff ungefähr 110 Meter lang. Hier steht jetzt 145,36. Das ist auch eine offizielle Angabe. Yeah. Und die stimmt auch. Das Modell, das ILM für den Kinofilm entworfen hat, sollte ungefähr 110 Meter lang sein. 150 Meter ist auch in Ordnung. Das Schiff war auch schon über 300 Meter lang. Es war schon 200 Meter lang und es war schon 50 Meter lang. Das war schon sehr unterschiedlich groß. Ja, weil irgendwie, ne, je nachdem, also für den Film ist es mal so und in Next Generation ist es mal so und in Deep Space Nine ist es mal so. Genau, und woher weiß man das? Weil die Trekkies, die richtigen Star Trek-Nerds, sich diese Filme und Serienepisoden ganz genau angeschaut haben und ganz genau gemessen haben. Moment, wenn man sieht, Kirk ist so und so groß in Teil 4 und das Schiff, was da im Park steht, ist so und so groß, dann muss das ungefähr 50 Meter lang sein. Ergibt dann ja aber schon nicht keinen Sinn mehr wegen der beiden Buckelwale, die dann nicht in den Laderaum passen würden. Genau. Und in der Szene mit dem Walfänger ist das Schiff plötzlich riesengroß. Der Walfänger wäre ganze 7 Meter lang, wenn das ein 50 Meter Schiff wäre. Also da passt das Scaling oft nicht so genau. Auch genau. Bei Deep Space Nine und 8. Und deswegen gibt's auch offiziell, ich weiß nicht, keine Ahnung, gefühlte 100 Varianten von dem Schiff. Genau, es gibt die Brell-Variante und die Quart-Variante. Und das eine ist ein Kreuzer, der irgendwie doppelt und dreimal so groß ist wie der Zerstörer, ja. Warbird. Und auch eine Variante vom D7 aus der Originalserie wurde mal als Bird of Prey klassifiziert. Genau. Man weiß es nicht so genau. Optisch ist es auf jeden Fall sehr, sehr schön. Gelungen. Und ich habe auch beim Recherchieren nochmal festgestellt, jawohl, tatsächlich dieses rote hier. Oh, da ist die Fliege. Wir haben eine Fliege im Studio. Habt ihr sie gesehen? Unsere Ausfliege, ja. Dieses rote ist tatsächlich der Cloaking-Device-Emitter. Der sitzt. Ja. Die Maschine sitzt dafür, sitzt hier vorne im Bug drin. Mhm. Und da, dieses Ding, da cloakt er. Also das braucht das. Raumschiff, um sich tarnen zu können. Und eine Variante von diesem Schiff, D12, habe ich nachgelesen, ist die Variante mit dem leichten Fehler. Deswegen sind sie ausgemustert worden, weil man mit einem Ionenimpuls die Plasmaspule von der Tarnvorrichtung aktivieren kann. Was in der Kampfsituation blöd ist, weil sobald die Tarnvorrichtung aktiviert wird, gibt es keine Schilde mehr. Ja, genau. Und es gab dann noch diesen einen Prototypen, genau, der in auch getarnt Episode 6, der auch getarnt feuern konnte. Und ja, aber wir nerden hier rum. Wir wollen auch mal ein bisschen über das Modell reden. Ja. Wie viele Teile haben wir? Wir haben hier, jetzt muss ich nachgucken, 1539 Teile. 1539. Wir haben schon die Packung gesehen. Wie sieht denn die Anleitung aus? Die Anleitung habe ich hier. Sieht vom Design her aus wie der Karton. Über das Design. Ja.
der Kartons der ersten Serie und der zweiten Serie wurde ja auch in den Kommentaren zu unserem letzten Video bereits eifrig diskutiert. Die einen sagen, das Design der zweiten Serie ist deutlich schöner. Die anderen sagen, das Design der ersten Serie war deutlich schöner. Wir wurden auch gefragt, warum wir das geändert haben. Wir haben das nicht geändert. Nee, das war der Lizenzgeber. Also wenn ihr euch aus dem letzten Jahr ein, keine Ahnung, Revell-Raumschiffmodell angeschaut habt, sah das bis auf den Markennamen und so fast genauso aus, also vom Design des Kartons her wie unsere Welle 1. Genau. Und das wird jetzt auch mit anderen ähnlichen Sets sein. Das ist jetzt einfach für alle Star Trek-Produkte das Design. Aber das Innere der Anleitung hat sich nicht wirklich groß verändert. Also es ist genauso, wie ihr es kennt. Vorherige Sachen werden so verblasst dargestellt. Ja, aber noch farbig. Oben zum Beispiel stehen, das finde ich ja bei Xenbau immer sehr schön, dass oben einmal drin steht, wie lang diese Plates sind, die man verbauen muss. Ja. Problemlos. Also Anleitung Standard quasi. Anleitung prima. Wir haben auch noch sowas dabei. Ja. Es liegt jetzt hier einfach so rum. Aber so würde er dann quasi geparkt aussehen. Genau. Und dafür ist dann nämlich das hier. Weil ihr könnt das Modell einfach nehmen und von diesem Standfuß runternehmen und könnt dann in das entstehende Loch die Landekufen einfügen. Das haben wir bei dem anderen halt gemacht. Ihr könnt aber auch, wenn ihr das Ding jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, ihr wollt es aufhängen an der Decke irgendwo. Das ist natürlich blöd, weil dann habt ihr immer dieses Loch hier. Dafür gibt es das hier. Das kann man nämlich relativ einfach hier so reinbauen. Ich drücke es jetzt mal nicht ganz fest, weil sonst muss ich das wieder da so rausfummeln. Und dann deckt das Loch ab. Dann könnt ihr das Ding zum Beispiel auch unter die Decke hängen. Ja, wenn man es an den richtigen Stellen aufhängt. Genau. Aber sonst, wenn ihr es so haben wollt, habt ihr halt den Standfuß. Wenn ihr es natürlich, das seht ihr jetzt bei dem, auf die Füße stellen wollt, ist das mit den Flügeln nach unten so ein bisschen. Ja, die Flügel sind im Weg. Die müssen da weg, die müssen hoch. Genau. Dafür habt ihr hier oben das Rad. Das müsst ihr allerdings beim Hochdrehen ein bisschen unterstützen. Das heißt also, ihr packt hier so ein bisschen drunter und könnt dann hier an dem Rad die Flügel hochdrehen. Okay, also hat das Rad nicht genug Power, da muss man ein bisschen mithelfen. Genau, so, okay, weil die Flügel sind schon relativ schwer und relativ da passiv. Ist einiges dran, ja. Genau. Runter geht dann natürlich theoretisch ohne. Ich packe trotzdem immer lieber drunter. Ich finde das immer so komisch, wenn die dann so plötzlich runterfallen. Ja, ja. Okay, also diese Position und die, was ist eigentlich die Angriffsposition? Oh, ich wusste es mal. Ich glaube, aber das kommt auch ein bisschen drauf an. Also man sieht die, ich weiß, kann mich an ein paar Szenen in Next Generation erinnern, da sind die Flügel hoch, wenn sie angreifen. Ja. Im Kampf. Und dann gibt es aber auch wieder Szenen, wo die Flügel runter sind. Und auf dem einen Blog, auf dem ich sehr viel über diesen Schiffstyp gelesen habe, stand auch, dass sie bei dieser Next Generation Folge irgendwie angeblich zu faul gewesen sind, die Flügel zu ändern. Deshalb haben die so, okay. Dann liegt es also daran. Gut. Kann sein. Das ist natürlich auch alles nur ein Gerücht. Mhm. Wo wir kurz Fun Fact sind. Ich habe nachgelesen, das Ding sollte eigentlich mal ein romulanisches Schiff sein. Mhm. Dafür ist es in Teil 3 entwickelt worden. Es sollte zwar von Klingonen geflogen werden. Es sollte am Anfang irgendwie von den Klingonen gekapert werden. Aber das hat man dann in der finalen Version des Films rausgelassen, weil das zu kompliziert geworden wäre. Genau, und daraufhin war es dann einfach ein klingonisches Schiff. Richtig. Und direkt im dritten Film ist das mit diesen Größenunterschieden schon dramatisch, denn ganz am Anfang, ich meine, wir spoilern hier sowieso, ihr habt das alles schon gesehen. Ich glaube auch. Am Anfang von Teil 3 zerstört, also greift dieses Schiff unter dem Kommando von Doc Brown, dem Schauspieler von Doc Brown, ja einen Frachter an. Genau. Und im Vergleich zu dem Frachter wirkt es riesengroß, also größer als 110 oder 140 Meter. Mhm. Später gegenüber der Enterprise kommt das mit der Größe dann hin. Ja, ihr seht, das ist kompliziert. Genau. Manchmal sagen dann auch einfach, sagt dann der Regisseur, das Schiff soll groß und gefährlich wirken, deswegen stellen wir die Modelle halt so, dass es halt groß und gefährlich wirkt und dann kommt es halt von der Größe schon nicht mehr so. Ob das dann hinkommt, ist ist ein Film. Ja. Muss man auch mal sagen. Ein weiteres Beispiel, wo das Schiff extrem groß wirkt, ist die
herrliche Next-Generation-Folge, in der Picard in die neutrale Zone fliegt, von zwei romulanischen Derridex-Warbirds gestellt wird und dann drei klingonische Birds of Prey zur Verstärkung rufen lässt, die sich enttarnen. Und die sind hinter den 1, irgendwas Kilometer langen Derridex-Warbirds und wirken aber vergleichsweise groß, was halt keinen Sinn ergibt, weil das halt eigentlich diese kleinen Zerstörerjäger sind. Also, ja, ihr merkt, man weiß es nicht. Ihr könnt euch aussuchen, welchen davon ihr nehmen wollt. Du hast da noch so Teile, das ist interessant. Ich habe hier noch so Teile. Hast du die beim Bauen vergessen? Nein, die habe ich nicht beim Bauen vergessen. Also da sind auch noch ein paar Ersatzteile dabei. Ja, so kleine Einser. Die großen Bögen bleiben über, denn ihr habt auch diesen Hinweiszettel. Weil es ist aufgefallen, dass diese Bögen, die hier gesetzt werden, hier kommen so Elemente ja noch drunter. Drunter, ja, dass das so Scheiben dann werden. Und die haben bei diesen Bögen hier, passt es nicht. Ah ja. Die sind nicht ganz in Ordnung. Und deswegen, wir sind da nochmal Bögen nachgelegt worden, bei denen dieser Fehler korrigiert worden ist. Deswegen, wenn ihr dann noch also doppelt so viele Bögen habt, wie ihr haben solltet, dann sind die in der Extra-Tüte die richtigen, neben die. Das ist aber sofort aufgefallen und ist sofort beigepackt worden. Das ist noch nicht mal uns bei unserer Endkontrolle, deswegen stehen die hier aufgebaut, aufgefallen, sondern bereits Maximbau. Genau. Und die haben das dann direkt korrigiert, damit ihr auch das Ding überhaupt bauen könnt. Richtig. Sonst wird es kompliziert werden. Habt also noch ein paar schicke Bögen dabei. Könnte man natürlich auch für irgendwelche Burgen. Ne? Ja, du planst schon wieder ich locker. Ja. Generell zu den Teilen. Ich habe selten so viele Sandgreen und Olive Green Teile auf einem Haufen gesehen, in einem Set. Gut, jetzt vielleicht von irgendeiner Freiheitsstatue abgesehen, Sandgreen, ja, die besteht aus Sandgreen. Sehr schön, hier werden eine Menge Teile drin sein, die es in diesem Set zum allerersten Mal in diesen Farben gibt. Bestimmt. Weil, ne? Das ist, da bin ich mir relativ sicher. Sehr schön. Wir haben ein paar wenige Prints. Wir haben hier natürlich welche. Genau, das ist klar. Das Typenschild ist ja klar. Da steht im Übrigen auch nochmal so Search for Spock drauf. Ja. Und wir haben hier. Ne? Genau. Das sind aber auch tatsächlich die einzigen. Finde ich aber weiter nicht schlimm. Ich finde es schön, wenn man Sachen mit einem Print zeigt. Und ich finde es noch schöner, wenn man Sachen wie dieses Flügelmuster baut. Ich hebe nochmal ab. Ich finde das nämlich hier unten auch so schön gemacht. Ihr seht das hier. Da ist ja auch nochmal das Flügelmuster in dem Dunkelrot, in dem Dark Red gehalten. Das finde ich halt super. Man kann natürlich auch einfach bei dieser Größe, sage ich jetzt mal, da kann man natürlich auch viel mehr Details Brickbuild machen, als man das mit Sachen in anderen Größen braucht. Jetzt treffe ich das hier nicht mehr. Hier an der Oberseite haben wir es in Olive Green. Genau. Unten haben wir es in Dark Red. Auch Technik-Lift-Arms in Olive Green, ne? Das ist aber die geile Farbe. Ein Großteil der Technik ist in sehr, sehr, sagen wir mal, verrückten Farben, wenn man mal will. Ja, ich finde auch schick, wie einige Teile hier benutzt wurden. Ich meine, hier diese kleinen, also in einer anderen Galaxis wären es vielleicht irgendwelche Waffen aus Licht oder so. Oder könnte sein. Hier, das hier, das kenne ich eher, das Teil kenne ich eher von so einer Malerrolle. Genau. Aber ich finde es halt cool, wenn man Teile halt kreativ benutzt und sie dann perfekt hinpassen. Ja, hier hinten, das ist der, habe ich gelesen, das ist der Warp und der, wie heißt das, Ionenantrieb? Impulsantrieb? Impulsantrieb, genau, Ionenantrieb. Impulsantrieb, das liegt bei dem Schiff dort hinten. Und das soll hier irgendwie drei Etagen haben. Mhm. Also ich habe auch so Schiffsrisszeichnungen gesehen. Also hier vorne sitzt ja auf jeden Fall die Brücke. Da sitzt die Brücke, genau. Das ist auf jeden Fall auch der Brückenkopf, wenn man so will. Ja. Herrlich. Ich habe mich sehr auf das große Modell gefreut. Und naja, das steht natürlich schon eine Weile bei uns da hinten. Also in diesen korrekten Farben noch nicht, aber in kunterbunt schon seit einer ganzen Weile. Und
Das kann man ja auch einfach mal verraten. Also bei uns hinten, man hörte oft, wenn irgendwer dran vorbeigegangen ist, plötzlich so ein... weil man sich einfach... Ich hab dann so einen Soundtrack, so einen bestimmten Track, den ihr bestimmt auch kennt, im Ohr. Ich kann dann gar nicht anders und ihm geht's ähnlich. Ja. Und als wir gerade auf dem Weg hierher waren und die Modelle hierher getragen haben, konnten wir es natürlich auch, es geht gar nicht anders. Die Lager müssen auch gedacht haben, ne? Was laufen denn da für zwei Wochen drum? Ich meine, verrückter war es, als ich mit den zwei Phaser Rifles, einer in der richtigen Farbe, einer so hier rumgelaufen. Ich kam mir vor wie Terminator und im Lager haben sie alle ein bisschen seltsam geschaut. Das stimmt natürlich. Aber gut, dass wir hier Noppenstein-Sachen hin und her bringen, das sind sie mittlerweile. Genau. Gewohnt von uns. So, zwei Artikel sind mittlerweile eingetroffen. Die Phaser Rifle, die wir euch in den nächsten Tagen in einem eigenen Video ausführlich vorstellen, und der klingonische Bird of Prey. Ja. Fass doch mal die Daten zusammen. Mach ich. Also, das ist der, also der heißt bei uns Star Trek Klingon Bird of Prey, ist ein Bluebix Pro, hat die Setnummer 104584, hat 1539 Teile, kostet 99,95. Genial. Ist 43,5 cm lang, 51,5 breit, klar, Flügelspanne, und 27 cm hoch, wenn ihr ihn auf diesen Standfuß stellt. Jawohl. Und bauen guter Durchschnitt. Also ist nicht ganz so entspannt, sind natürlich auch viele Teile, sag ich jetzt mal, und die Technik ist halt etwas, deswegen guter Durchschnitt. Alles klar. Ja. Ich würde sagen, ein fulminanter Start unserer zweiten Star Trek-Welle. Ihr wisst, es wird noch einiges kommen. Die Mini-Modelle, die Midi-Modelle, die riesige Deep Space Nine und hinter mir steht's das Runabout. Noch riesigere Runabout im Minifiguren-Maßstab. Ja. Genial. Und gerüchteweise endet es mit der zweiten Welle ja auch noch nicht. Also, aber jetzt trifft erstmal die zweite Welle ein und wir bei uns hinten in unserem, also wir... ich weiß von nichts. Wir wissen von nichts. Unser Name ist Hase. Ja. Genau. Ja. Dann war es das für heute schon aus dem Alpha-Quadranten und dem Noppenstein-Studio. Genau. Wie ihr wisst, Noppensteine kann man nie genug haben. Star Trek-Sets noch weniger. Demnächst gibt es noch mehr. Viel Spaß beim Bauen. So ist es. Macht's gut. Ciao. Tschüss.